Am Sonntag, dem 15. Mai, ist Österreich 500 Tage lang ohne neues Klimaschutzgesetz. Das letzte, das ist ja im Jahr 2020 ausgelaufen und seitdem gibt es keine Klimaschutzgesetzrichtlinien mehr, um es so zu formulieren. Und das stößt natürlich auf heftige Kritik, dazu aber später mehr. Was sich die Umweltministerin von den Grünen, Leonore Gewessler, auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben kann, ist zum Beispiel das Klimaticket, das gemessen an den Verkaufszahlen natürlich ein Erfolg war, aber auch das erneuerbare Ausbaugesetz, das im Jahre 2030 vorsieht, dass Österreich klimaneutral sein sollte. Natürlich ist es auch nicht ganz sicher, ob Österreich das erreichen wird, um etwas zu untertreiben sogar. Die weiteren Klimaschutzgesetze, die beschlossen werden sollten, die sind noch in der Pipeline seit längerem. Das ist unter anderem das Energieeffizienzgesetz, also auch das Energiewärmegesetz. Wie es da konkret weitergeht, das ist natürlich ganz spannend. Auf jeden Fall wird es, wie erwähnt, heftige Kritik am Sonntag, vielleicht auch Demonstrationen geben. Bisher hat sich auch schon die SPÖ im Namen von Julia Herr dazu geäußert. Am Sonntag gibt es vielleicht auch ein paar Demonstrationen dazu. Und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, ob es in rund 3 Monaten dann auch 600 Tage ohne einem neuen Klimaschutzgesetz geben wird.